In diesem Video geht es um die Frage, wie kann ich mittels verschiedener geometrischer Körper die Form der Kissen modifizieren? In dem vorangegangenen Video hatte ich ja gesagt, dass ich eigentlich mir vorgestellt hatte, dass die Kissen unten Quadrate haben und oben eine abgerundete Kante. Dies habe ich nun so gar nicht realisiert und deswegen möchte ich das hier nochmal kurz nachtragen. Dafür werde ich erstmal alles, was wir nicht mehr benötigen, löschen. Wir brauchen eigentlich ja nur eine Kissenform. Und damit das Ganze auch ein bisschen besser zu sehen ist, nehme ich auch nur mal die Schleife. Wir haben nun also in unserer Vorschau unsere 8 Kugeln, die mit einer Hülle umspannt werden. Das können wir hier nochmal demonstrieren. Und jetzt hätten wir unser neues Element. Nun hatte ich mir aber überlegt, dass die unteren Elemente Quader sind. Dafür brauchen wir auch hier eine Fallunterscheidung. Dafür gibt es bei der Logik dieses Falls. Hier können wir nun noch einen Sonderfall auswählen, nämlich den Sonstfall. Nun muss also verglichen werden, in welcher Ebene wir uns gerade befinden und in Abhängigkeit davon ein geometrischer Körper ausgewählt werden. Also falls unser Z-Wert, der ja nachher die Höhe definiert, 0 ist, dann möchten wir da unten Quader haben, müssen wir. Dafür muss ich also bei Logik den Vergleichsoperator rauswählen. Dann brauchen wir bei den Variablen unseren Z-Wert und von Mathematik die Zahlen. Also falls Z gleich 0, dann soll eine 3D-Form, nämlich ein Würfel, erzeugt werden. Sonst, also in den anderen Fällen, ein Kreis. Jetzt passe ich noch die Größe des Würfels an auf 2 mal 2 mal 2. Und wenn man sich das jetzt anschaut, sieht das im Prinzip schon so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Nur, dass das Problem ist, dass die Kugel im Koordinatenursprung erzeugt wird und bei den Würfeln die linke untere Ecke im Koordinatenursprung. Würden wir hier nun eine Hülle machen, sieht das Sofakissen irgendwie ein bisschen schräg aus. Daher sorge ich noch dafür, dass die Würfel und die Kugeln die gleiche X- und Y-Koordinate haben und nur in der Z verschoben sind. Dies mache ich, indem ich nochmal eine Transformation hinzufüge bei der Kugel. Ups. Nämlich bei X und Y jeweils um 1. Nun sieht man, dass die Kugeln genau über den Quadern sind. Und wenn wir jetzt nochmal die Hülle anzeigen, haben wir unten das Kissen schön eckig und oben ein bisschen abgerundet. Das sieht natürlich jetzt noch nicht sehr rund aus. Man könnte jetzt mit dem Detailgrad noch ein bisschen höher gehen, dann wird es noch ein bisschen anders gerendert. Oder aber unter Transformation könnte man auch noch mehr Seiten für die Kugel auswählen. Zum Beispiel 32 Seiten. Und jetzt sähe das Ganze doch schon sehr apart aus. Mit dieser Fallunterscheidung könnte man jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten. Man könnte zum Beispiel anstelle einer Kugel einen Kegel nehmen. Dies würde dann unter 3D-Form mit einem Zylinder passieren, der unten einen Radius hat von 1 und oben einen Radius hat von 0 bei einer Höhe von 1. Wir gucken mal, wie das jetzt aussieht. Oh, da unten ist jetzt noch eine Kugel zu viel, die kommt natürlich weg. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie davor. Ergibt aber, wenn man von der Seite schaut, einen steileren Winkel. Das war es jetzt auch schon mit der Fallunterscheidung für die unterschiedlichen geometrischen Körper für die Hüllenerzeugung.